Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Magazin aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren. Das Ehrenamt, es ist das Rückgrat unserer Gesellschaft und deshalb widmen wir dem Ehrenamt heute eine ganze Sendung. Heinz Schubert stapelt Holz, nicht für sich selbst, sondern für jemand anderen. Er bietet die Tätigkeit an im Rahmen des Pfrontener Tauschrings. Dafür bekommt er dann an anderer Stelle von jemand anderem eine andere Leistung. Das fängt an, mit einer Glühbirne auszutauschen oder mal jemand beim Holzstapeln zu helfen. Oder zum Beispiel, wenn jemand in Urlaub ist, dass man ihm seine Blumen versorgt oder seine Tiere versorgt. Also ganz praktische Dinge meistens. Oder wenn jemand ein Problem hat am Computer, dass da mal schnell jemand kommt und etwas installiert. Vermerkt werden die erbrachten Leistungen in einem Scheckheft, das jedes der rund 80 Tauschringmitglieder besitzt. Dadurch kann genau nachvollzogen werden, welches Tauschringmitglied welche Leistungen erbracht und in Anspruch genommen hat. Wie viel und welche Leistungen jemand erbringt, ist jedem übrigens selbst überlassen. Das ist so, dass jeder eigentlich ein Limit hat, weil der Tauschring lebt eigentlich vom ständigen Dienstleistungsaustausch. Deswegen haben wir gesagt, wir begrenzen das auf 30 Stunden plus oder 30 Stunden minus, weil wenn es ein zu starkes Plus gäbe oder ein zu starkes Minus, dann würde der Tausching praktisch stagnieren. Etwas langfristiger angesetzt ist ein Projekt, das sich aus dem Tauschring entwickelt hat. Nutz, die nachbarschaftliche Unterstützung und Zeitvorsorge. Der Unterschied zum Tauschring ist der, dass im Tauschring das Geben und Nehmen im Jetzt ausgewogen sein soll. Und im Unterschied dazu bietet Nutz Dienstleistungen an, auch an Menschen, die jetzt keine Gegenleistung erbringen können aufgrund von Alter oder Krankheit. Angeboten werden alle Tätigkeiten, die nicht von professionellen Diensten oder anderen Einrichtungen erledigt werden können. Um das Engagement der Aktiven nicht überzustrapazieren, ist es auf etwa 2 Stunden pro Woche gedeckelt. Das wird sehr gut angenommen. Durch diese Form der Zeitgutschrift haben wir die Erfahrung gemacht, dass es eine Aufwertung, eine Anerkennung des Ehrenamtes ist, weil das nicht einfach dann vorbei ist und geleistet ist für ein Dankeschön oder für Vergeltsgott, sondern dass es sichtbar wird, indem sie die Stunden selber dokumentieren und dann im Computer auch festgehalten werden, dass sie wirklich ganz enorm viel geleistet haben. Das ehrenamtliche Engagement anerkennen, das wollen auch die Kommunen. Denn ohne die unentgeltliche Arbeit der Bürger ginge es vielerorts nicht. Der Landkreis verleiht deshalb regelmäßig die Ehrenamtskarte, die zu vielen kostenlosen Aktivitäten im Landkreis berechtigt. Und auch in Kaufbeuren will man das Ehrenamt honorieren. Für uns ist es ganz wichtig, eine Art Ehrenamtskultur zu etablieren. Das ist ein Klima, das von Wertschätzung und Anerkennung und Dankbarkeit getragen ist. Ein Beispiel ist, dass ich heute Abend alle Blaulichtorganisationen in Kaufbeuren einlade zu einem jährlichen Empfang mit einem gemeinsamen Essen, um Danke zu sagen. Eine weitere Möglichkeit ist unsere Auszeichnung, die Kaufbeuren Aktivmedaille, die wir im Dezember wieder verleihen werden, wo wir langjähriges ehrenamtliches Engagement würdigen. Und auch eine Ehrenamtskarte hat Kaufbeuren. In der Stadt an der Wertach laufen die Fäden in Sachen Ehrenamt hier zusammen, in der Freiwilligenagentur Knotenpunkt im Mehrgenerationenhaus bei Angelika Lausser. Wer sich ehrenamtlich engagieren will oder Aktive sucht, der ist hier registriert und wird vermittelt. Wärmestube, die suchen händeringend Unterstützung, auch in Seniorenheimen, da werden sie gern immer angenommen. Wo wir auch immer Anfragen kriegen, ist im Bereich psychisch erkrankten Menschen, die einfach mal Unterstützung brauchen, zum Einkaufen mitgehen oder solche Sachen, dass sie wieder ins normale Leben zurückfinden. Aber ich kriege auch Anfrage inzwischen, Hausaufgabenbetreuung unterstützen, gerade bei Kindern mit Migrationshintergrund im Bereich Deutsch, also nicht nur lesen, sondern auch verstehen. Da ist ein ganz großer Bedarf, gerade also im Bereich Schulen, Mittagsbetreuung und so, und das wird immer mehr. Also da könnte man mindestens noch 100 Leute haben. Auch der Lotsendienst im Kaufbeurer Klinikum sucht noch dringend ehrenamtliche Helfer. Die Ehrenamtlichen versuchen den Besuchern und Patienten im Wirrwarr der Etagen und Gänge Hilfestellung zu geben. Eugen Rebstock ist von Anfang an dabei.
Er weiß aus eigener Erfahrung, warum die Aufgabe so wichtig ist. Diesen Patienten hat er gut zu seinem Ansprechpartner gebracht. Meine Frau lag hier 4 Wochen lang im Krankenhaus davor und wurde dann auch von ihrem Zimmer auf eine Röntgenabteilung oder sonst wohin geschickt und hat da also Schwierigkeiten gehabt, da wieder zurückzufinden. Und das hat sie mir gesagt. Und als der Dienst installiert wurde, habe ich gleich zugesagt, weil mir das eine sinnvolle Tätigkeit erschien. Und das hat sich ja bis heute bewahrheitet. Die Leute, denen man helfen kann, sind dankbar um die Tätigkeit. Und auch uns macht es Freude, oder mir macht es Freude, wenn ich helfen kann. Auch Fini Granica macht beim Lotsendienst mit. Sie wurde von einer Abteilung gerufen. Eine Patientin muss nach einer Untersuchung zurück zu ihrer Station begleitet werden. Alltag für die Lotsin. Auch für kleinere Besorgungen werden die Helfer von den Patienten gerufen. Wie viel Zeit sie investieren, ist jedem Helfer selbst überlassen. Einerseits habe ich Zeit, seitdem ich in Rente bin. Und ich sehe einfach, dass es doch gebraucht wird. Das Klinikum ist ziemlich groß, es ist weitläufig. Und viele Leute, gerade die ambulant von auswärts kommen, wissen nicht wohin. Und dann kann man sie begleiten. Außerdem möchte man Unterstützung für die Pförtner sein, die das ja nicht tun können. Andererseits wollen wir Unterstützung für die Schwestern sein, die uns rufen können jederzeit, wenn sie einen Patienten von A nach B bringen. Die können solche Dienste eigentlich nicht leisten. Ja, das machen wir dann. Und dann helfen wir eben den Leuten, ja, Taschen tragen oder Rollstuhl besorgen oder Telefonkarten aufladen oder abmelden, je nachdem, was gebraucht wird. Wilhelm Weinbrenner investiert durchschnittlich etwa 2 Tage die Woche in sein Ehrenamt. In der Arbeitsgemeinschaft Lokalgeschichte erforscht er die Geschichte seines Heimatortes Obergünzburg in der Zeit zwischen 1916 und 1966. Wir versuchen festzustellen, wie sich das Alltagsleben in dieser Zeit von 16 bis 66 geändert hat, wie sich das Familienleben geändert hat, wie sich das gesellschaftliche Leben, das kirchliche Leben, das Vereinsleben und so weiter. Das erfahren wir von den Zeitzeugen, wir eruieren es aus dem Obergünzburger Marktblatt, wir bekommen Quellen anderer Art und so. Und dann setzen wir uns hin und verfassen eben ein Schriftwerk. Hilfe bekommt Weinbrenner dabei auch von der 14-jährigen Chiara Gebert. Wann immer sie kann, hilft sie in der Arbeitsgemeinschaft mit, archiviert Bücher und führt Listen. Geschichte ist für das junge Mädchen alles andere als von gestern. Also mich interessiert eigentlich immer schon die Geschichte und auch in dem 20. Jahrhundert da. Das ist einfach sehr interessant für mich, weil wir machen das einmal in der Schule auch, da lerne ich das auch. Und mit meinen Urgroßeltern, die waren da ja auch, und meine Oma und mein Opa eigentlich auch schon damit, also die waren ja auch schon in der Zeit da und haben das alles sehr, also miterlebt. Und das interessiert mich einfach, weil das ist ja auch heutzutage noch sehr wichtig. Und das ist sehr schön, das halt zu erfahren, wie das damals alles war. Wir sind zurück im Kaufbeurer Klinikum. Fini Granica vom Lotsendienst hat die Patientin sicher durch die vielen Gänge des Krankenhauses geführt. Jetzt hat sie ihr Zimmer gefunden. Gut, dass es Menschen gibt, die ihre Zeit unentgeltlich zur Verfügung stellen, um anderen zu helfen. Und bei mir ist jetzt die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker. Frau Zinnecker, was wäre das Ostallgäu ohne bürgerschaftliches Engagement? Also dem Ostallgäu würde etwas Wesentliches an Lebensqualität, an Lebenswert fehlen. Stellen Sie sich unsere Orte vor, ohne Rettungswesen, ohne Vereine mit Sportangeboten, ohne soziales Engagement zum Beispiel oder auch die Umwelt, die ganzen Umwelt-Ehrenämter. Das wäre sehr leer. Wir würden uns wahrscheinlich nur noch in Schlafstätten befinden, beim Vorbeifahren winken und ansonsten hätten wir wenig Verbindung zueinander und die Lebensqualität im Dorf und auch in der Stadt ist wesentlich geprägt vom sozialen Engagement, vom Ehrenamt. Gibt es Zahlen, wie viele Ostallgäuer ehrenamtlich aktiv sind? Also die Bundesregierung hat in ihrem Engagementbericht festgestellt, dass 48% der Allgäuer ehrenamtlich aktiv sind. Da sind wir bundesweit an 4. Stelle. Und im Ostallgäu sieht es so aus, dass über 50% der Bevölkerung sich ehrenamtlich engagieren. Da können wir stolz drauf sein. Das ist sehr erfreulich und für unseren Landkreis natürlich ganz, ganz wichtig. Sind das eher jüngere Menschen, ältere Menschen, beides? Es ist Gott sei Dank ein breites Altersspektrum. Das fängt in der Jugend an. Die Jugend ist natürlich ganz wichtig. Wir müssen dafür sorgen, dass Jugendliche sich ehrenamtlich
engagieren, weil sie sind ja die Zukunft des Ostallgäus. Wir haben jetzt zum Beispiel bei der Verleihung der Ehrenamtskarte auch 18 und 19-Jährige für ihre Verdienste gewürdigt. Also auch in dieser Altersstufe gibt es schon sehr viel, die viel für die Gesellschaft tun. Und mit der Jugendleiterkarte, die wir im Ostallgäu auch haben, haben wir auch nochmal eine große Gruppe an Jugendlichen mit aufgenommen und uns für das ehrenamtliche Engagement bedankt. Weil ich denke, in dem Alter ist die Motivation ganz wichtig für die Zukunft. Sie haben gesagt, dass ehrenamtliche Engagement hier im Ostallgäu ist sehr hoch. Jetzt hört man natürlich auch immer wieder, das ist im Berufsleben ganz, ganz schwierig. Ich bin da so eingebunden, ich komme da nicht weg. Wie sieht es damit aus? Ja, es ist natürlich nicht ganz unproblematisch, wenn man Beruf und Familie und Ehrenamt miteinander verbinden möchte. Andererseits sehe ich das als Chance. Ich kann abschalten von meiner Arbeit, ich treffe Menschen, ich tue was für die Gesellschaft, ich kann meine Hobbys vielleicht auch beim Ehrenamt ausleben, ich bekomme Abstand zur Arbeit und ich treffe Menschen, ich kann mich vernetzen und ich denke, das tut jedem gut. Man wird fit wieder für den Arbeitsalltag und kann dann wieder sich neu engagieren. Sie haben die Ehrenamtskarte gerade angesprochen, damit zeichnen Sie ehrenamtlich aus. Wer bekommt die genau und was ist mit dieser Ehrenamtskarte verbunden? Also die Ehrenamtskarte im Ostallgäu ist eine Sonderversion. Normalerweise ist es eine Rabattkarte. Bei uns ist es eine Karte mit kostenfreien Erlebnissen, Angeboten, die man nutzen kann, angelehnt an unsere Gästekarte Königskarte mit 27 Erlebnissen angeboten, die derjenige dann in 2 Jahren nutzen kann, kostenfrei. Es besonders gut kommen immer die Gemeinschaftsveranstaltungen an, wie zum Beispiel die Forgensee-Schifffahrt, Konzertbesuche oder Theater- oder Kinobesuche. Aber auch, wir haben jetzt auch neue Angebote mit drin, zum Beispiel ein kostenfreies Wunschkennzeichen oder ein Familienticket für den kostenfreien ÖPNV im südlichen Landkreis, wo man das Auto mal stehen lassen kann und mit dem Bus und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mit der Familie rumfahren kann. Also auch die 2 Sachen waren, denke ich, stark nachgefragt. Wer kommt in den Genuss von dieser Ehrenamtskarte? Im Prinzip ist es so, dass besonders Engagierte mit besonders herausragenden gesellschaftlichen Engagements vorgeschlagen werden können, aber auch Personen mit langjährigem Engagement. Wir haben jetzt bei der Verleihung festgestellt, es geht von 18 bis 89, also Altersgruppe ganz breit. Die einen, weil sie ganz tolle Ehrenämter ausüben, die anderen, weil sie sich langjährig und intensiv engagieren, weil das weiß ja jeder, Ehrenamt hat auch nicht nur Sonnenseiten. Und im Prinzip vorschlagen kann jeder Bürger, jeder Verein. Die Gemeinden sammeln und bewerten die Vorschläge und leiten das dann an uns weiter. Also im Prinzip entscheidet die Gemeinde, die Kommune, wer diese Ehrenamtskarte bekommt. Ein kleines Kontingent haben wir auch noch für landkreisweites Engagement und neu jetzt die Juleika-Inhaber, also die Jugendlichen, die diese Jugendschulungsprogramme absolvieren im Landkreis, die wollen wir auch noch besonders ehren. Ein kleines Dankeschön also für die ehrenamtliche Arbeit. Das Ehrenamt, ein wichtiger Baustein hier im Landkreis. Vielen Dank, Frau Zinnecker, für das Gespräch. Und das war's für heute. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.